Ich muss mich auch nicht am Anfang von jedem Video wie so ein Hampelmann aufführen. Wir schauen Miley Cyrus River und ein Video von ihr ist ja schon gut abgegangen auf dem Channel. Und jetzt gucken wir mal, wie es mit dem hier abgeht. Wir brauchen ja noch Steigerungspotenzial. Das sieht aus wie so eine Parfum-Werbung. Gleich rennen dann noch Pferde, das wär's, Digga. Das ist jetzt so eine individuelle Stimme und die kann auch stellenweise sehr tief sein, ne? Ich habe so gedacht, dass es so vom Ton her hochgeht, aber irgendwie ging es auch nicht runter, sondern es war so ein Mittelding. Sehr interessant. Living in April Shower. A river of what? A river of what? Da sehe ich irgendwie so eine Germany's Next Topmodel Challenge. So, dass da so Lichter drumherum sind, es ist schwarz-weiß und die müssen tanzen. So, GNTM übrigens übelst geil. Guckt ihr das? Ich lieb's. Aber warum ist er just like a river? So, weil er einfach infinite ist, aber... Miley, explain! America, explain! Oh, okay. Hey, übelst die krassen Vocals. Okay. Hey! Na. Nice walk. Oh. Also ich mag tatsächlich so Variationen, ne? Ich verstehe das immer noch nicht, was sie genau mit dem River meint. Das ist nice. Okay. Er wird niemals trocken. Sie vergleicht die Liebe mit einem River, aber auch gleichzeitig die Sweat of the Boys, die am Tanzen sind. Hey, irgendwie finde ich es jetzt ein bisschen eklig, wenn ich so denke, okay, das ist der Sweat jetzt gerade in meinem Kopf. Das hat es mir zerstört. Aber die Lyrics würden auch zu einer Frau passen. Weil wir auch so die Vocals so gemixt sind. Also die Hook ist sehr interessant. Ihr wisst aber, ich kritisiere es immer, wenn sehr viel Hook dann vorhanden ist. Und hier ist halt sehr viel Hook vorhanden so. Ich hätte mir die Parts länger gewünscht, weil gerade die Anfänge der Parts sind richtig gut, finde ich. Dieses... Also ihre Vocals finde ich so schön da an der Stelle. Und das ist halt alles gefühlt Hook so. Oder Bridge. Aber hier, die Vocals, das sind richtig gut.
Und das ist so wie eine eigene Werbung tatsächlich, wie so eine Model-Werbung. Sie ist das Model und gleichzeitig die Sängerin so. Und ja, den Sing-Style fand ich auf jeden Fall nice. Das muss ich schon sagen. So. Also, schreibt mal gern eure Meinung unten in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Checkt Instagram aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.